Am nächsten Morgen hatte die Sonne wenig zu tun. Als sie über die Wipfel der Bäume zwinkerte, sah sie erstaunt, dass alle Blumen auf der Wiese schon erwacht waren. Kanna stand zwischen den Gänseblümchen und hatte alle Blüten weit in die Luft gestreckt. Sie erzählte ihrer Freundin, dem kleinsten Gänseblümchen, was sie in der Nacht erlebt hatte. Von den Glühwürmchen, wie diese in der Nacht für sie getanzt hatten, weil sie gar nicht einschlafen konnte. »Immerzu habe ich daran gedacht, dass ich nun kein Rätsel mehr bin.« Kanna lächelte mit dem Kopf voller schöner Gedanken zu Gänseblümchen hinab. »Das war ja auch eine Aufregung gestern.« Gänseblümchen öffnete ihre Blüten ganz in die Sonne. »Sieh mal, da hinten, da ist Frau Maus. Sie traut sich wohl gar nicht mehr zu uns, weil sie immer so gemein über dich gesprochen hat.« »Hallo, Frau Maus«, rief Kanna. »Bitte kommen Sie doch zu uns zum Frühstück. Ich möchte Ihnen so gerne erzählen, was Felix, der Vogel, gestern alles über mich wusste.« Gänseblümchen sah Kanna erstaunt an. »Du bist aber freundlich zu Frau Maus. Bist du denn gar nicht böse auf sie, wegen der ganzen schlimmen Dinge, die sie über dich gesagt hat?« »Ach, Gänseblümchen, wie kann ich denn böse sein, nach dem Tag und der leuchtenden Nacht? Ich habe jetzt eine Familie und Freunde. Frau Maus nicht. Sie ist immer alleine, wenn sie abends in ihr Zuhause schlüpft. Ich weiß, wie sie sich fühlt.« Frau Maus kam langsam zu ihnen getrippelt. Sie fühlte sich scheußlich wegen der Gemeinheiten, die sie über Kanna gesagt hatte. Diese Blume dort hätte wirklich allen Grund gehabt, böse auf sie zu sein. Aber sie klang gar nicht wütend. Am besten bat sie sie um Entschuldigung, damit sie alle wieder friedlich zusammen auf der Wiese leben konnten. Angenehm war es Frau Maus nicht, aber Kanna rief so freundlich, dass es ihr mit einem Male nicht mehr schwer fiel, auf die Blume zuzugehen. »Entschuldige, ich war sehr gemein zu dir. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Dabei weiß ich doch, wie es ist, immer alleine zu sein. Ich hätte mich mit dir anfreunden können, dann wärst du nie so traurig geworden, dass du nicht sprechen konntest. Kannst du mir verzeihen? Ich habe mich sehr blöd benommen.« Kanna lachte. »Weißt du, ich hätte ja auch nicht so schweigsam zu sein brauchen. Lass uns nicht mehr davon sprechen. Ich kann dir jetzt selbst sagen, wer ich bin. Ich bin eine Kanna Indica und komme aus einem weit entfernten Land. Der Vogel, der mich gestern gefunden hat, hatte mich als kleines Samenkorn in seinem Bauch mitgenommen. Er hat mich hier über der Wiese verloren. So konnte ich Wurzeln schlagen und wachsen. Und jetzt bin ich nicht nur da, sondern ich freue mich auch darüber. Ich habe schon fast vergessen, wie traurig ich war.« Frau Maus saß im Schatten Kannas großer grüner Blätter. »Das sieht man dir auch an. Eine spannende Geschichte ist es, wie du zu uns gekommen bist. Kommt der Vogel wieder? Ich würde sehr gern mehr über das Land erfahren, aus dem du kommst.« »Oh, ich warte schon.« Kanna blinzelte in den Himmel und suchte zwischen den kleinen Wolken nach ihm. »Aber er hat es mir ja versprochen. Ich überlege schon, was ich als erstes wissen möchte. Am liebsten, ob meine Familie auch so gerne in der Sonne steht wie ich. Alles, was sie gerne tun und ob ich es ihnen gleich mache. Ich weiß doch eigentlich gar nicht, wie so eine Kanna Indica sein soll. Die Gänseblümchen hier lernen alles voneinander. Aber ich kann nicht wie ein Gänseblümchen sein. Das schaffe ich einfach nicht. Ich kann mir keine kleinen rosa und weißen Blüten wachsen lassen. Versucht habe ich es schon so oft.« Gänseblümchen begann zu kichern. »Wirklich, Kanna? So eine große Blume wie du und dann so kleine Blüten, wie ich sie habe? Wie soll das denn aussehen? Ich will dich lieber so schön groß und bunt.« Kanna kräuselte etwas verlegen die Blätter. »Da dachte ich ja auch noch, wenn ich so werde wie alle anderen, falle ich nicht so auf und bin genauso glücklich wie sie, weil dann niemand mehr etwas Schlimmes über mich sagen kann. Aber jetzt traue ich mich, so zu sein, wie ich bin. Ich weiß jetzt, dass es viele Blumen wie mich gibt.« »Und hübsch bist du, wenn deine Farben so in der Sonne leuchten wie heute Morgen.« Felix war mit leisem Flügelrauschen gelandet. »In Indien stehen deine Verwandten so dicht beisammen, da fällt es gar nicht auf, dass eine einzelne Blume schön ist. Dort sind alle gemeinsam schön. Aber sie freuen sich genauso an der Sonne wie du. Wenn sie über den Himmel wandert, drehen ihr alle immer das Gesicht zu. Und wenn es lange nicht geregnet hat, drehen sie ihre Wurzeln so tief in die Erde, bis sie Wasser gefunden haben.
Sie sind sehr, sehr stolz auf ihre Farben, denn das macht sie zu etwas Besonderem. Die kleinen Blumen werden besonders gepflegt, weil sie immer eine neue Farbe oder ein neues Muster mit in die Welt bringen. Das schätzen die Blumen dort sehr. Stell dir vor, wie stolz sie auf dich wären. Wüssten sie, wie du hier stehst und es ganz allein geschafft hast zu wachsen. Mit großen Augen sah Kanna Felix an. Glaubst du das wirklich, dass sie ganz stolz auf mich wären? Ist es denn so etwas Besonderes, alleine zwischen den anderen Blumen hier zu wachsen? Ich hatte doch die Gänseblümchen um mich herum. Alles, was ich tun musste, war mit ihnen zu sprechen. Sie sind immer freundlich und liebevoll mit mir. Plötzlich lachte Kanna. Und witzig! Gänseblümchen kennt so viele lustige Geschichten von den Tieren aus dem Wald. Einmal hat sie mir von einem Hasen erzählt, der im Frühling über die Wiese hüpft und Sachen versteckt. Ich war in diesem Frühling noch zu klein, diesmal habe ich ihn verpasst. Aber im nächsten Jahr werde ich schon herausfinden, ob Gänseblümchen geflunkert hat. Das kleinste Gänseblümchen grinste zu Kanna hinauf. Kanna, warum sollte ich denn flunkern? Ich erfinde keine Geschichten. Dazu fehlt mir die Fantasie. Ich dichte höchstens einmal ein klitzeklein wenig dazu. Felix hüpfte zwischen den Blumen umher und zwitscherte. Du kannst den Gänseblümchen ruhig glauben. Ich habe diesen Hasen auch schon einmal gesehen. So wie du mir glauben kannst. Es ist für deine Art etwas Besonderes, ganz alleine in der Fremde zu wachsen. Zwar hast du andere Blumen um dich herum, aber ich kann mir vorstellen, wie schwer es ist, ohne Mutter und Vater zu wachsen. Der Morgenwind ließ Kannas Blätter und Blüten leise rascheln, als sie über Felix' Worte nachdachte. Das stimmt. Ich hätte gerne eine Mutter, die so aussieht wie ich. Oder einen Vater, der so groß ist wie ich. Aber das ist nur äußerlich. Nachdem ich anfing zu sprechen, hatte ich Freunde. Die liebe ich sehr. Und sie mich. Da ist es mir einerlei, wie diese Liebe aussieht. Frau Maus, die immer viel alleine war, sagte, »Aber du wusstest, was du sagen musstest. Ich kann ja auch sprechen, aber ich hatte nie so gute Freunde wie du, weil ich niemandem zeigen wollte, dass ich so traurig darüber war, alleine zu sein. Du hast es besser gemacht als ich.« Felix sah Frau Maus an. »Du hast recht, Frau Maus. Man sollte ehrlich sein, wenn es einem mal schlecht geht. Sonst kann einem ja niemand helfen. Ich glaube, Kanna, darauf wären deine Eltern besonders stolz, dass du so eine mutige Blume geworden bist.« Ein wenig Rosa mischte sich in Kannas Blüte. »Aber ohne die Gänseblümchen hätte ich das auch nie geschafft.« Felix lächelte sie an. »Ohne Glück geht es manchmal nicht. Du hattest Glück, hier zu landen. Aber es lag an dir, das Beste daraus zu machen. Du wächst und hast Freunde.« Gänseblümchen schniefte leise. »Jetzt sollten wir aber mal von etwas anderem reden. Ich werde immer so leicht sentimental.« Frau Maus sah die kleine Blume streng an. »Es ist nur richtig, auch mal zu weinen, wenn man vor lauter schönem Gefühl überläuft. Dann wird das Lachen hinterher noch besser.« Felix flatterte mit seinen Flügeln. »Soll ich euch mal zeigen, was wir Vögel tun, wenn wir uns so sehr freuen?« Mit diesen Worten flog er hoch und immer höher, bis er fast die Wolken am Himmel berührte. Dann ließ er sich fallen. Im Sturzflug schlug er Purzelbäume. Die Blumen auf der Wiese riefen beeindruckt, »Ah!« und »Oh!« Kanna klatschte begeistert mit den Blättern. »Das ist toll! Mach das nochmal, bitte!« Und Felix ließ sich nicht zweimal bitten. Er hatte ja selbst großen Spaß daran. Der Rest des Tages verging vergnügt im Sonnenschein. Frau Maus zupfte dort ein wenig Gras, wo es Gänseblümchen über den Kopf zu wachsen drohte. Kanna breitete in der Mittagssonne ihre Blätter über Felix und Frau Maus aus, als es ihnen zu heiß wurde. So saßen sie im Schatten und unterhielten sich über das Leben auf der Wiese und in der Fremde. Als die Sonne ihren Weg über den Himmel für diesen Tag beendet hatte, versprachen die Freunde, den nächsten Tag wieder gemeinsam zu verbringen. Felix flog mit fröhlichem Zwitschern in sein Nest und Frau Maus trippelte im Dämmerlicht mit leichtem Herzen nach Hause. Die Gänseblümchen schlossen mit einem leisen »Gute Nacht, Kanna« die Blüten und träumten von Sonne, Regen und Wind. Nur Kanna wartete noch auf den Mond und die Glühwürmchen. Sie wollte ihnen auch von diesem Tag erzählen. Als es ganz dunkel geworden war,
entdeckte sie in der Ferne die hellen tanzenden Punkte ihrer Freunde. »Da seid ihr ja! Ich habe euch so viel zu erzählen!« »Erzähl uns etwas ganz Schönes, bitte! Mein Licht ist schon ganz schwach!« sagte ein großes Glühwürmchen und kuschelte sich zusammen mit den anderen auf ihre Blätter. »Heute habe ich Frau Maus kennengelernt. Sie hat ein gutes Herz. Das Gras war fast über die Köpfe der Gänseblümchen gewachsen und sie haben beinahe keine Sonne mehr abbekommen. Sie hat es weggezupft, sodass die Sonne wieder auf alle scheinen konnte. Und Felix hat mir von meinen Verwandten erzählt, wie wunderbar sie zusammenstehen und sich umeinander kümmern. Sie sind sehr stolz darauf, dass jede Blume ihrer Art etwas Neues in die Welt bringt, eine neue Farbe oder ein neues Muster. Es gibt Blumen wie mich in Rot, Lila, Blau und allen anderen erdenklichen Farben. Alles ist möglich. Stellt euch das nur mal vor!« Olaf, das Glühwürmchen, das Kanna am Abend zuvor kennengelernt hatte, sah sie aufmerksam an. »Aber bist du denn nicht traurig, weil du hier so alleine stehst?« »Aber nein, ich habe doch Gänseblümchen, Felix und Frau Maus. Und in der Nacht habe ich euch. Wie soll ich mich denn da noch alleine fühlen?« Kannas Farben strahlten in der Nacht. Da musste Olaf kichern. »Manchmal bin ich ein wenig schwer vom Begriff.« Die anderen Glühwürmchen lachten so laut, dass sich die Gänseblümchen im Schlaf erschreckten. »Psst, so reißt euch doch zusammen!« Aber Olaf konnte auch nicht aufhören zu kichern. Da streckte Gänseblümchen schon den Kopf. »Ach, ihr macht hier einen solchen Krach! Ich wollte doch schlafen!« »Entschuldige, Blümchen, aber wenn wir erst einmal angefangen haben zu lachen, sind wir kaum noch zu halten. Aber ich habe eine Idee. Wir tanzen heute Nacht für euch beide, bis ihr eingeschlafen seid. Was hältst du davon?« Gänseblümchen grinste über seine ganze Blüte. »Da müsst ihr aber lange tanzen. Jetzt bin ich nämlich hellwach.« Aber noch bevor Olaf und seine Freunde sich bereit gemacht hatten, schlummerte das kleine Blümchen schon wieder tief und fest. So sah nur Kanna die Glühwürmchen tanzen und die Nacht erhellen. Zum zweiten Mal schlief sie glücklich ein.